Herzlichen Glückwunsch, liebe Geburtstagskinder, die ihren Geburtstag in dieser Woche vom 21. bis 27. November 2016 feiern. Auch für euch habe ich das Geburtstagsgeschenk. Es ist die Prognose für euer neues Lebensjahr. Hört es euch an. Möchtet ihr aber mehr über euer neues Jahr wissen, dann ruft mich an oder lasst euch ein persönliches Horoskop von unserem Top-Astrologen Astrolabius erstellen. Doch jetzt hört euch die Vorhersage an. Du hast die Kraft, dich von allem zu trennen und all das hinter dir zu lassen, was schädlich für dich ist und dir nicht gut tut. Das kann eine bestimmte Situation oder Person sein, aber auch Abhängigkeiten oder Süchte betreffen. Im Vordergrund aber steht dein persönliches Wohl. Wie intensiv beschäftigst du dich mit deiner Ernährung oder wann hast du deine letzte Voruntersuchung absolviert? Was tust du, um deinen Stress zu reduzieren und dafür einen Ausgleich zu finden? Du hast in deinem neuen Lebensjahr die Energie, deine guten Vorsätze Wirklichkeit werden zu lassen. Vielleicht wolltest du weniger naschen oder gar mit dem Rauchen aufhören? Überlege und entscheide, womit du zuerst aufhören möchtest. Dein Geschenk der Sterne für dich ist, die Fähigkeit loszulassen und neue Projekte in Angriff zu nehmen. Deine Affirmation für das neue Lebensjahr ist: Ich bin für mein Leben selbst verantwortlich. Ich wünsche euch alles Gute für das neue Lebensjahr. Glück, Erfolg und Gesundheit. Herzlichst, eure Diria.